Ja. Ey, ich telefoniere gerade. Ja. Die Show geht gleich los. Welche Show? Die Pierre Krause Show. Ach, die gibt's noch? Ja, klar. Okay, wie lange war ich weg? 3 Monate. 3 Monate? Ja. Winterpause halt. Ist es denn immer noch dieser schöne Sendeplatz? Na klar. Ja, du, ich weiß nicht, ob ich da Zeit habe. Ich habe viel zu tun. Was denn? Ja, Termine, Business. Ich habe viele Anfragen. Ich bin ein sehr gefragter Mann. Aber wir brauchen dich für die Show. Warte, ich schaue in meinem Terminkalender. Okay. Ja. Bist du noch dran? Puh. Ja, wenn ich ein bisschen was schiebe, dann könnte das vielleicht klappen. Wann braucht ihr mich denn? Na, jetzt. Jetzt? Ja, jetzt. Und was sagst du? Na gut, gib mir 5 Minuten, ich muss noch ein paar sehr wichtige Sachen erledigen. Ja. Na gut. Okay. Bis gleich. Okay, ich bin soweit. Kann losgehen. Mitten aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Hannes Jänicke. Live-Musik kommt von Parallel featuring Cassandra Steen. Und er hat Kurve 9 schadlos überstanden, ist jetzt auf der Zielgeraden und... Und Herren, herzlich willkommen zur Mancherie der Fernsehunterhaltung. Schön, dass Sie da sind. Wir sind wieder zurück. Wir sind zurück aus der Winterpause und sind bereits in den Vorbereitungen für die anstehende Sommerpause. Gleich mal vorneweg, herzlichen Glückwunsch an Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Generalsekretärin der CDU. Und gerade eben habe ich mich noch gefragt, Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja noch Landesmutter vom Saarland, ne? Ist man dann im Saarland nicht auch gleichzeitig Landesschwester? Das wären dann ja 2 Ämter. Jemand aus dem Saarland hier? Echt? Toll, gibt's Autobahnen jetzt auch. Herzlich willkommen bei uns in der Show.
Wer guckt Olympische Spiele, darf ich mal fragen? Oder haben Sie Arbeit? Nicht? Gut, ein paar gucken. Es sind noch 5 Tage Olympische Winterspiele und es gibt einen Erfolg nach dem anderen für die deutschen Teams. Die Olympia-Goldbilanz von Sochi 2014 wurde schon innerhalb der ersten 6 Tage übertroffen durch unsere deutschen Teams. Das ist toll. Inzwischen haben deutsche Olympiateams mehr Gold um den Hals als die AfD in ihrem Onlineshop. Und Nordkoreas adipöser Knuddeldiktator Kim Jong-un, hier, haben wir ein Bild von ihm? Da? Das ist noch von Fasching, da hat er sich verkleidet als Knödel mit Hut. Er hat ja auch Athleten nach Südkorea geschickt. Und dann haben sich viele gefragt, ist das ein Zeichen der Versöhnung? Jetzt ist der wahre Grund bekannt geworden. Die sollen kurz bei McDonald's vorbei und ihm ein Happy Meal mitbringen. Unter den russischen Teilnehmern wurde zu Beginn dieser Winterolympiade das Motto vom sauberen Sport ausgerufen. Sauberer Sport. Das heißt, von nun an nur noch Einwegspritzen. Das ist hygienischer. Und gestern, und ich stehe immer noch unter Schock, gestern der große Schock. Die Russen haben gedopt. Na, ey, ganz ehrlich, damit konnte nun wirklich keiner rechnen, oder? Die Russen haben gedopt. Ich bin schockiert. Das hat uns alle überrascht. Das hat uns so sehr überrascht wie die Tatsache, dass es sehr, sehr kalt war in Pyeongchang. Im Winter. Und gedopt wurde, und das ist eine Sensation, gedopt wurde beim Curling. Doping beim Curling. Ganz ehrlich, für mich ist das der schockierendste Fall, seitdem sich meine Oma beim Mikado heimlich mit einem Piccolo gepusht hat. Also ich bin immer noch unter Schock. Wodurch fällt denn einer auf, der beim Curling dopt? Immer wenn er die Bahn mit dem Besen reinigt, dann geht das Eis in Flammen auf oder was? Was passiert? Beim Curling dopen, ganz ehrlich. Menschen, die beim Curling dopen, die rufen auch bei McDonald's an, um einen Tisch zu reservieren, oder? Was ist da los in Pyeongchang, fragen wir uns, also ich zumindest, und ich wollte mir selbst ein Bild von der Stimmung in Pyeongchang, Pyeongchang, sagt man auch, beides ist richtig, Pyeongchang, Pyeongchang, in Südkorea machen und ich war dort, um Ihnen, Gebührenzahler, Sie haben es verdient, unverfälschte Eindrücke aus dem Mekka des Wintersports gewähren zu können. Hier sehen Sie meine Sportreportage aus Pyeongchang, wo ich definitiv war. Die Olympischen Winterspiele, da geht es um mehr als nur um Sport. Es geht um Kulturaustausch, um das Entdecken von Gemeinsamkeiten in einer Welt voller Konflikte. Die Pierre M. Krause Show wollte für Sie live dabei sein, unabhängig und authentisch berichten. Boah, ist das teuer. Pro Person? Wir zögern keine Sekunde und brechen auf nach Pyeongchang in Südkorea. Pyeongchang, ein asiatischer Traum in Weiß. Die Stadt hat sich herausgeputzt. In der Unterkunft begrüßt man uns mit landestypischen Details. Typisch Südkorea. Morgen. Konnichiwa. Ein traditionelles südkoreanisches Sprichwort besagt Carpe diem. Und dieses Motto ist hier in Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen auch an jeder Ecke zu spüren, wo sich übrigens sehr viele europäische Touristen tummeln. Ein südkoreanisches Sprichwort sagt ja, ist das etwas, was Sie hier auch spüren in der Mentalität der Menschen? Das kann ich nicht sagen. Also ein Tag hier jetzt. Ne? Ja, ja. Die verschlafene Altstadt von Pyeongchang zeigt vieles der weltberühmten südkoreanischen Architektur. Im Stadtkern von Pyeongchang trifft man immer wieder auch Besucher aus Deutschland. Viele von ihnen sind aus beruflichen Gründen zu den Spielen nach Pyeongchang geschickt worden. Lieferung von Firma Sauerland Getränk. Ah, okay. Wir liefern überall. Immer so arbeiten, Fässer tragen und weiter durch. Sehr gut. Die Stimmung in Pyeongchang ist also fantastisch hier während der Olympischen Winterspiele. Da wird man direkt angesteckt und lacht herzlich, auch als Reporter, wie ich es bin. Wir brechen auf zu den Wettkampfstätten. Die Spiele sind bereits in vollem Gange. Die besten Wintersportler der Welt messen sich auf allerhöchstem Niveau. Und hier sind sie, die südkoreanischen Sprinterinnen, gehen jetzt an den Start hier bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Und wir wünschen viel Glück. Good luck. Sing on, da. Oh fuck, ich glaube, ich habe jemanden ins Mutter beleidigt.
Hier im olympischen Dorf treffen wir auf Spitzenathleten aus aller Welt, aber auch Einheimische und Fans. A few questions to the atmosphere here. It's the first time for us being here. Oh, for me also the first time coming here. First time come to this place. Called Pyeongchang, yeah. How do you think do the tourists here from Europe behave? Really good. Yeah? Yeah, okay. It's the best one. Doch wir merken auch, die politische Lage zwischen Nord und Süd bleibt angespannt. Trotz des politischen Tauwetters im Vorfeld der Spiele entdecken wir am Rand der Pisten moderne Raketenabwehrsysteme. Typisch Olympia, die Fans sehen das Gemeinsame. Like everybody can come to here to enjoy that. Yeah. Enjoying the winter, enjoying the snowboarding, you know, the ski is also the... Oh, sorry, okay. Thank you very much. The wind is so... The wind is very... Yeah, it's very it's very shitty weather here in Pyeongchang. Sie sagte gerade, also die von den politischen Problemen mit Nordkorea ist hier nichts zu spüren. Alle konzentrieren sich voller Begeisterung auf die Olympischen Spiele hier in Pyeongchang, wo wir gerade definitiv sind. Thank you very much and have a good time. Es sind wohl Bilder wie diese, die man von nun an fest mit Pyeongchang verbinden wird. Wir jedenfalls haben Pyeongchang hier in Pyeongchang als tollen Gastgeber erlebt. Pierre M. Krause aus Pyeongchang von den Olympischen Spielen. Pyeongchang, ne? Pyongyang ist Nordkorea. Pyeongchang. Chang, ja, Chang. Chang. Dieser Beitrag war CO2-arm und diese Band ist reich an C-O-O-L. Smurf! Ich freue mich sehr. 3 Monate Winterpause sind vorbei und mein erster Gast nach dieser Winterpause ist ein absoluter Wunschgast. Er gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern der Bundesrepublik Deutschland. Und das Tolle ist, er setzt seine Bekanntheit für die gute Sache ein. Und nicht um irgendwie sich zu profilieren, sondern weil es ihm wirklich um die gute Sache geht. Das verdient Respekt. Seine Fernsehdokumentationen sind nicht nur hervorragend gemacht, es sind auch Dokumentationen von Relevanz. Sein letztes Buch, ich habe es hier, trägt den wunderbaren Titel »Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche«. Er läuft vorne und ist ständig unterwegs. Er dreht überall, dreht in Namibia, in Amsterdam. Und jetzt findet er tatsächlich noch die Zeit, zu uns hier nach Baden-Baden zu kommen. Darüber freuen wir uns, meine Damen und Herren. Der Mann, der einen Terminkalender hat, der voller ist als Martin Semmelrogge. Hier ist er, hier ist Hannes Jennecke! Danke für die Einladung. Du bist so weit weg, komm doch näher. Oder ist es, stimmt was geruchlich nicht mit mir? Du hast so eine schön große Besetzungscouch. Du kannst dich. Ja, das ist tatsächlich, die ist nur zum Sitzen da, die Couch. Bei uns gibt es sowas ja nicht. Wir sind ja diese neue Generation von Fernsehmachern. Bei uns ist alles politisch korrekt und so. Wir sind alle so selber so feminine Typen. Bei uns gibt es diese Hashtag-MeToo-Sache gar nicht. Gibt's die bei dir? Gab's die? Kennst du so Leute? Also man hört, jetzt kommt es ja langsam raus, dass es wohl relativ heftig gegeben haben. Du kriegst es als Mann natürlich nicht mit. Ja. Aber es wird halt viel drüber geredet, was gut ist. Absolut richtig. Ich habe es gerade gesagt, du bist ständig unterwegs. Du drehst jetzt gerade in Amsterdam. Habe ich gerade. Krimi. Für unseren Muttersender hier, ARD, habe ich gerade einen Zweiteiler in Amsterdam gedreht, einen Thriller. Der kommt, glaube ich, im November. Und den haben wir vor 3 Wochen fertig gemacht. Danach bin ich ganz kurz nach Afrika geflogen, wie du gerade erzählt hast. Habe eine neue Doku angefangen für den anderen Sender, den da. Und bin unterwegs. Was ist das, ein Piratensender oder was ist das? Also wir machen manchmal auch, also je nachdem wie die Budgets sind beim Sender, machen wir auch manchmal so. Wenn es ganz schlechte und kleine Budgets machen, was soll man sonst nicht so? Nein, alles wunderbar. Ich bin dem Sender unendlich dankbar, dass ich es machen darf. Diese Dokus, die du machst, die sind ja schon ziemlich high-end, ne? Das sieht schon richtig gut aus. Das hat auch damit zu tun, dass es ZDF uns tatsächlich ein sehr anständiges Budget gibt. Also das war gerade ein ganz schlechter Witz. Am Anfang waren die Budgets sparsamer. Das geht natürlich auch ein bisschen mit der Quote einher. Je mehr Quote, desto eher öffnet sich der Geldbeutel. Ich darf da überhaupt nicht meckern. Und ist es eigentlich so, dass du das Feedback bekommst,
etwas damit zu erreichen? Also außer, dass man sehr, sehr schöne Bilder hat und wirklich hochrelevante Themen im Fernsehen zeigt, geht es dir ja schon auch darum, was zu verändern? Also Nashörner zu retten in dem Fall oder zu sagen, trink lieber Leitungswasser aus Plastikflaschen. Und ich wäre gern so als Tierfilmer oder Tierschützer, ich bin es überhaupt nicht. Ich glaube einfach, man kann nur über die aussterbenden Tiere, über die wir Filme machen, am besten erzählen, was wir mit der Natur veranstalten. Ja. Es ist nicht schwer, in Deutschland sterben 80% der Insekten aus, die haben wir schon verloren seit den 80er Jahren. Ja. Darüber einen Film zu machen ist schwer, da werde ich auch keinen Sendeplatz kriegen. Aber wenn ich halt einen Film mache, ich mache mir nächsten Film über das Aussterben der Sing- und Zugvögel. Ich meine, alle Kinder singen noch dieses Lied, alle Vögel sind schon da, Amsel, Drossel, Fink und Star. Die sterben alle aus. Ich habe immer gesungen, Amsel, Drossel, Fink und die Meise. Und die ganze... Na, ist egal. Meise stirbt auch aus. Ja, Legastheniker? Die, nein, ich bin... Oh, ornithologischer Legastheniker? Dyskalkulie habe ich, kann ich mit sagen. So. Aber die sterben wirklich aus. Also die sterben wirklich alle. Aber ich versuche halt einfach über die Filme Leute zum Nachdenken anzuregen. Und manchmal führt das tatsächlich dazu, dass dann ganze Einkaufsketten ihr Einkaufsprogramm ändern. Ich habe einen Film gemacht über Haie. Ja. Wo die wenigsten wissen, dass die halt rapide aussterben. Und darauf hat die Rewe-Gruppe kein Hai mehr im Regal. Entschuldigung, es gab Hai bei Rewe? Schillerlocke ist Hai. Die wenigsten wissen, dass echt? Hai unter falschen Namen dauernd auf der Fischtheke landet. Die teuren Fischarten sind alle so überfischt, dass natürlich jetzt die billigen Fischarten aufrücken sozusagen in der Nahrungsmittelkette. Die heißen dann Steinlachs, Seestör, Karbonadenfisch, Speckfisch. Und die wenigsten wissen, dass es Hai ist. Und das Fleisch ist zum Teil hochgradig kontaminiert. Also das ist ein, ich mache jetzt hier keine Lebensmittelberatungssendung draus. Aber das ist ein großes Thema. Aber tatsächlich haben KDW verkauft keine Haiprodukte mehr. Weder in der Kosmetik noch in der Fischabteilung. Rewe nicht mehr. Da haben wir echt was bewegt mit einem ganz kleinen Filmchen fürs ZDF. Das ist toll. Das machst du aber sowieso. Du hast ja mich tatsächlich auch dazu gebracht, Leitungswasser zu trinken. Gut, ich wohne im vierten Stock. Ich bin ganz froh, dass ich den Mist nicht mehr hochtragen muss. Aber trotzdem, wir haben uns einmal getroffen in einer Talkshow und dann hast du das erzählt. Und dann hast du auch erzählt, wie kontaminiert das Plastik ist, in dem das Wasser dann da drin ist, dass das auch nicht besser als Leitungswasser. Und seitdem nein, das ist schmutziger. 96% des deutschen Leitungswassers sind sauberer als gekauftes Mineralwasser. Das hören die Getränkehersteller nicht sehr gerne. Ja. Das sind immer Nestle, Coca-Cola, die Getränkeriesen. Aber es ist ein Fakt. Und sobald du so ein PET abfüllst, hast du halt schon Hormonbelastung. Und das ist einfach Quatsch, Plastikflaschenwasser zu trinken. Bist du in deinem Freundeskreis auch jemand, der, also wenn du zu Besuch kommst irgendwo, fangen die dann an, die Plastikflaschen wegzuräumen und den SUV umzupacken und schnell 3 Mülltonnen, damit er nicht, oder das so? Das weiß ich nicht. Also in den meisten Produktionsbüros am Set steht über alles ein PET, alles. Das sind Tausende von Plastikbechern, jeden Tag, jeder Kaffee, ein Becher raus, nichts. Ja. Aber ich kann das nur bei mir zu Hause ändern. Ich kann nur vor der eigenen Haustür kehren. Ich versuche halt kein PET zu benutzen. Ich habe halt immer in meinem Rucksack so einen Blechbecher, den ich lasse mir voll machen mit Kaffee. Also das muss jeder für sich entscheiden. Wir verballern in Deutschland, glaube ich, 10 Milliarden PET-Flaschen pro Jahr. Ja. Pro Stunde sind es 380.000 To-Go-Becher. Das kann man ja ändern. Alle schreien über Plastikmüll mehr und Mikroplastik und jeder Bioforelle. Es liegt an uns. Die Politik wird nie was tun, die Industrie sowieso nicht, aber wir können was tun. Absolut. Ich habe hier wenigstens Wasser für mich. Zumal es, oh Gott, scheiße. Oh nein, das ist... Das ist eine Anregung an den SWR. Lieber das, SWR, ich weiß, ihr müsst immer sparen, ihr seid ja auch zum Teil Schwaben. Aber es ist Baden, viel Entschuldige billiger. Bitte, Vorsicht. Ich sage aber zum Teil, habe ich gesagt. Es ist viel billiger, einfach ein Glas mit Leitungswasser zu kaufen, als so diesen Quatsch zu kaufen. Die Gäste kriegen nur Leitungswasser. Wir haben diese Flasche schon seit 12 Jahren, damit die glauben, es sei. Das ist schon abgelaufen seit den 80ern. Das ist ganz tolles Leitungswasser mit der richtigen Note Kalk. Baden-Bader Leitungswasser. Was ist das denn, was du gerade jetzt gedreht hast? Du bist ja nicht nur, das ist ja deine Hauptaufgabe, ist ja Schauspielerei und Filme machen. Und was du jetzt gemacht hast, ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, weil man kann noch nicht so viel darüber herausfinden, also diese Amsterdam-Krimi-Geschichte, ist was, wo du selber sagst, das finde ich auch cool, was, glaube ich, nicht immer der Fall ist. Manchmal muss man als Schauspieler auch sagen, ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt anschauen würde, aber wird in der Südsee gedreht, gehe ich hin und es gibt 2,50 Mark. Also ist der Versuch, es gibt ja diese unzähligen Krimis im Fernsehen, sowohl als auf allen Sendern, Tatort, Polizeiruf, Sokus, das ist eine Inflation. Und ja. Die Aufgabe war tatsächlich, wieder ein Krimi-Format zu machen. Das heißt im Moment noch der Amsterdam-Krimi. Und wir haben überlegt, ob man das hinkriegt ohne Leiche. Und wir haben den gesamten Film wirklich als klassischen amerikanischen Thriller erzählt. Es geht um einen ehemaligen VE-verdeckten Ermittler, der verbrannt ist, weil er halt einen Fall geknackt hat. Der landet jetzt im Schreibtisch und wird V-Mann-Führer. Das sind die Leute, die wiederum verdeckte Ermittler die Legende verpassen und die dann einschleusen die Kriminalität. Und ich habe eine sehr junge VE, die ist sehr begabt, die muss nach Holland wegen Pillenimport, Drogenhandel und die verschwindet spurlos. Frage, ist sie umgekippt? Ist sie tot?
oder ist sie in Gefahr. Und jetzt geht der ehemalige vor, wie sie suchen. Und der ganze Film geht nur darum, eine von der Erdoberfläche verschwundene Polizeibeamtin, die undercover arbeitet, zu finden. Das Schauspiel ist auch immer sehr körperlich, ne? Das ist ja, du, also Gott, du bist ja auch so ein Action-Typ. Also in, wenn du im amerikanischen Hollywood-Kino dabei wärst, dann wärst du auch einer von denen, die ständig mit einer Lederjacke von einem Hochhaus brennend springen oder so, ne? Habe ich in meinen jungen Jahren auch gemacht. Hast du gemacht? Ja, bin ich aus dem Alter heraus. Wenn wir zum Beispiel abwärts, ich will jetzt nicht wieder abwärts zitieren, aber das sind ja wirklich Action-Szenen für auch die damalige Zeit, sehr progressive dabei, dann mit Götz George, der ja wirklich, wo man das Gefühl hat, der gebiet sich da wirklich in Gefahr in diesen Szenen und hat so. Auch gemacht. Also genau, hat er wirklich gemacht, diese Fahrstuhlszene. So gut wie nie dubeln lassen. Machst du Götz das eigentlich? Götz hat sich gerne richtig wehgetan. Ich habe deswegen Götz natürlich dann auch machen müssen. Du kannst nicht als junger Schauspieler neben diesem Idol stehen und sagen, ich lasse mich dubeln, das ging gar nicht. Und da tut man sich gelegentlich weh, das gehört dazu. Aber das macht natürlich auch Spaß, weil ich war immer jemand, der hat gedacht, wenn ein Stuntman meine Sachen übernimmt, dann klaut er mir was von der Rolle. Ja. Das habe ich so lange gemacht, bis ich ein paar Mal richtig wehgetan habe. Ja. Und dann wurde mir irgendwann noch gesagt, dass ein Stuntman nur dann Geld bekommt, wenn er den Stunt tatsächlich ausführt. Dann stehen die am Set tagelang und wenn ein Schauspieler sich gar nicht dubeln lässt, verdienen die nichts. Und dann hat natürlich mein soziales Gewissen gesagt, so, damit Kollege Stuntman auch was verdienen sollte, der das jetzt mal macht. Ah, das ist natürlich auch eine schöne, das ist schön, sich rauszureden. Ich mache das nur, damit die auch Geld verdienen, mache ich meine Stunts. Es gibt eine neue Doku von dir, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben einen Trailer da. Du setzt dich ja nicht nur jetzt in der aktuellen ZDF-Doku für Geparden ein, für Nashörner oder für andere bedrohte Tierarten, sondern inzwischen auch gibt es eine Doku zum Thema Massenfruchthaltung. Das ist ein Thema, Und wir zeigen schon mal einen Trailer für die neue Doku mit von und mit Hannes Jenicke. Elegant, majestätisch, schmackhaft. So kennt man sie. Die Musa, Paradiesfeige oder wie sie im Volksmund heißt, die Banane. Als die Menschen sie im Jahre 1850 in subtropischen Gefilden entdeckten, ahnte die Banane wohl nicht, dass dies ihr Untergang sein würde. Für den Profit ist den Händlern jedes Mittel recht. Zu Tausenden werden die Bananen in Kisten eingepfercht, nicht mal mehr in der Lage, kleinste Bewegungen auszuführen. Selbst das Atmen wird zur Qual. Durch Jahrhunderte nicht artgerechter Transporte verliert die Banane nicht nur ihren natürlichen Lebensraum, sondern auch ihre natürliche Körperhaltung. 170 Jahre später hat sich an dieser Situation kaum etwas verändert. Im Schlaf werden die Bananen überrascht. Kinder werden von ihren Familien getrennt und zum Verkauf angeboten. Die Aussortierten werden in Sträflingskleidung gesteckt und gezwungen, niedere Tätigkeiten auszuführen. Es sind schockierende Aufnahmen, die ich da sehen muss. Doch leider auch Alltag für die Banane. Den meisten industriell gehaltenen Bananen droht aber der Tod. Auf bestialische Weise werden sie gequält, im Ofen verbrannt oder in einem Mixer zerhäckselt. Vielen wird bei vollem Bewusstsein die Haut abgezogen. Ihr Fleisch wird verspeist, der leblose Körper landet in der Gosse. Besonders formschöne Exemplare werden sogar zu sexuellen Handlungen gezwungen. Es ist 5:05. Jetzt mal echt, es ist wirklich 5:05 und mein Flixbus geht, ich muss mal los. Aber jetzt mal im Ernst, bitte hören Sie auf, Bananen zu essen. Es ist einfach grausam. Hannes Jenicke im Einsatz für Bananen, meine Damen und Herren, demnächst auf allen öffentlich-rechtlichen Sendern. Danke für Ihre Gebühren. Ein ganz großer Applaus für den wunderbaren Hannes Jenicke! Du kommst wieder, ne? Bleib hier. Du kommst wieder. In der Zeit. Ich möchte jedes Produkt, das ist übrigens, wir haben gar nicht drüber gesprochen, ich möchte dieses Buch unbedingt noch empfehlen, weil ich hatte Freude beim Lesen, das ist ein tolles Buch, wir sind ja Brüder im Geiste und ich möchte zumindest, weil er hat heute keine Sendung zu promoten, kein aktuelles, du hast keine Platte gemacht, ne, kein Musical über dein Leben, das Buch ist auch schon eine Weile draußen, aber Sie können es sich noch kaufen, wer der Herde folgt, sieht nur er schon, meine Damen und Herren. Jetzt kommt Musik, das wird dir sehr gut gefallen, es ist nämlich Musik von internationalem Niveau und sie kommt und es ist das Tolle.
Reporter aus dem Sendegebiet von uns hier im SWR. Koray und Francesco sind Straßenmusiker, seit fast 12 Jahren zusammen. Und was sie da auf Stuttgarts Straßen abgeliefert haben und auf anderen Straßen, das ist zu gut, um nicht an ein größeres Publikum gewendet zu sein. Und dann haben sie gesagt, Mensch, damit das richtig erfolgreich wird, da tun wir uns zusammen mit einer der größten, wenn nicht sogar der größten Soul-Stimmen Deutschlands, eine Freundin unserer Sendung, mit einer Frau, die Sie jetzt gleich live hören. Eine Sprache heißt die aktuelle Single. Es gibt bald auch ein Album von Parallel featuring Cassandra Steen. Parallel featuring Cassandra Steen. Ja. Ganz, ganz großartig. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Give a big hand für Parallel featuring Cassandra Steen. Großen Applaus für Hannes Jenecke, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war unsere erste Sendung nach der Winterpause. Nächste Woche geht's weiter. Dann ist Kristall mein Gast. Und Mike Singer wird singen. Was soll er sonst tun? Und das hier, das meine ich umsonst.